Was geht, Freunde? Willkommen zum neuen Vlog. Neuer Spieltag. Wir haben direkt Sonntag und Matchday. Oh, liegt unter anderem daran, dass wir natürlich Donnerstag erst gespielt haben. Und seitdem nicht ultra viel passiert ist. Somit haben wir heute Sonntag. Wir spielen heute in Erkenschwick. Erkenschwick steht anders als unsere letzten Gegner relativ weit oben in der Tabelle. Und wird somit für eine echte Herausforderung sorgen für uns heute. Bin sehr gespannt, freue mich aber aufs Spiel, weil ich sage ganz ehrlich, wenn wir da unten raus wollen, müssen wir auch gegen solche Gegner bestehen und was mitnehmen. Deswegen schauen wir mal. Ich habe meine 7 Sachen dabei, glaube ich. Ich überprüfe das nochmal kurz und dann fahren wir los. So, ich bin jetzt auf dem Weg. Ein Riesendank geht auf jeden Fall an jeden einzelnen von euch raus, dass ihr die Serie hier so feiert und Support da lasst, jede Folge. Freut mich wirklich brutal und mir macht es mega Spaß, das immer zu schneiden. Und natürlich, wenn man sich die Ergebnisse anguckt, macht es jetzt auch als Mannschaft richtig Bock. Und jetzt gilt es halt daran, heute weiterzumachen. Aber wie ich schon gesagt habe, wird absolut kein einfaches Spiel und wir schauen einfach mal, was auf uns zukommt. Wir geben auf jeden Fall 100% Vollgas und jetzt fahren wir zum Spiel. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir haben Gäste im Auto. Wir haben Gäste im Auto. Familie, stimmt. Wir haben einen Gast im Auto, wir fahren zusammen. Ja. Was hat Bischi das gestern gemacht? Was? Wurde verpfiffen? 2-1. Beschiktas. Was machen wir heute? Ich habe gerade schon gesagt, schwieriges Spiel, aber ist was drin. Wenn der Junge hier heute wieder Lust hat. Doch, Bruder, du machst das super, die letzten Spiele, haben auch alle geschrieben. Haut mal ein dickes Hashtag Umut in die Kommentare. Beschiktas besser. Fühle ich mich auch angesprochen. Wir fahren jetzt hin, haben noch so. Ich glaube, es werden einige Fans mitkommen. Ich hoffe, dass wir eine coole Kameraperspektive haben. Ich kenne das Stadion nicht. Aber das wird schon. Ich freue mich. Bis gleich. Wir starten jetzt sofort rein ins Spiel. Vorher aber gerne noch ein Like auf dem Video da lassen. Würde mich sehr freuen, wenn wir 5000 Likes schaffen. Letztes Video haben wir es geschafft. Deswegen gebt auf jeden Fall Gas, nehmt den Like-Button auseinander. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, auch gerne ein Abo bei dem Kanal da lassen. Und ja, wir starten jetzt rein, schauen uns die Tabelle an. Wir sind auf Platz 14, können, solange Bövinghausen heute auch verliert oder gestern, einen auf jeden Fall noch nach oben klettern. Spielen heute aber auch gegen Erkenschwick, die auf Platz 5 sind. Dazu muss man sagen, die sind zu dieser Saison erst aus der Westfalenliga aufgestiegen. Also spielen eine sehr, sehr ordentliche Saison und spielen da oben mit. Und ja, ich habe es schon mehrmals gesagt, guter Gegner, ein robuster Gegner und eine ordentliche Aufgabe für uns. Und jetzt starten wir rein ins Spiel. Wir laufen jetzt ein. Der Rasen sieht echt ordentlich aus. Man muss dazu sagen, er war aber unfassbar tief, was das Ganze ein bisschen schwierig gemacht hat, ihn zu bespielen. Wir starten mit folgender Startelf rein. Lübke im Tor, Nils Morissero und Captain Kami in die Viererkette. Davor Eddie, Nico und Philly. Links Umut, rechts Jamal und vorne Loh. Mittlerweile, glaube ich, allen bekannt die Aufstellung. Und ja, vorm Spiel, muss ich sagen, war echt eine sehr, sehr gute und auch konzentrierte Stimmung in der Mannschaft. Sowohl beim Aufwärmen als auch in der Kabine. Und wir starten rein ins Spiel. In der 6. Minute wird es das erste Mal gefährlich. Hier blockt Jamal zuerst den Ball und dann bleiben wir aber drauf. Erkenschwick spielt hinten rum. Und jetzt pressen wir hier durch Nico sehr, sehr gut. Loh erobert den Ball und spielt nach vorne. Der Ball ist aber ein bisschen zu weit für Philly und wird somit ins Ausgeklärt. Und 5 Minuten später kommt Erkenschwick das erstmal nach vorne. Hier über die linke Seite, über die Nummer 18. Setzt sich gut über außen durch, bringt dann den Ball in die Mitte. Aber Cerro kann hier ganz entspannt zur Ecke klären. Da muss ich sagen, hatten wir sehr, sehr viel Ballbesitz, wo wenig passiert ist, aber wir uns einfach Sicherheit geholt haben, den Ball haben laufen lassen. Und eine Minute später eröffnen wir hier das Spiel über Cerro auf Eddie. Eddie auf Umut, sehr guter Erster hier von Umut und spielt dann auf Jamal. So richtig ergab sich dann hier nichts, deswegen dribbelt Jamal erstmal in die Mitte, spielt dann wieder auf Nico. Der bringt den Ball jetzt außen auf Philly und auch jetzt gibt es nicht so richtig was in der Mitte anzuspielen. Wir spielen nochmal zurück zu Kami und Kami bringt jetzt den Ball nach vorne und Loh verpasst diesen Ball leider nur ganz knapp und der Schiedsrichter entscheidet auch auf Abseits, was aber falsch war. Sieht man hier sogar ziemlich deutlich, weiß ich nicht, was der Linienrichter da gesehen hat, aber es war kein Abseits. 17. Minute kommt Erkenschwick wieder nach vorne und lassen hier den Ball klatschen über die Nummer 19, jetzt der Linksverteidiger, der flankt nicht, sondern spielt den Ball nochmal in die Mitte auf die Nummer 10.
Glück gespielt, aber mit, kommt raus und hat den Ball ziemlich sicher sehr, sehr gut gemacht. Umut jetzt 2 Minuten später dribbelt hier auf die Kette zu. Eddie spielt nochmal hinten rum. Morre sieht aber, dass Umut gut im Raum frei steht. Auch wieder sehr guter erster Kontakt von Umut. Und jetzt gibt es ein geiles Zusammenspiel zwischen Umut und Fili. Und dann muss ich sagen, ist es wirklich sehr, sehr knapp, dass Umut hier nochmal an den Ball kommt und schießen kann. Sieht man hier auch nochmal sehr, sehr starkes Zusammenspiel von den beiden. Und Umut im 16er sollte man auf jeden Fall nicht dribbeln lassen. Und ja, hat Erkenschwick Glück, dass wir hier nicht zum Schuss kommen. Anders ist es hier, Erkenschwick kommt zum Schuss, aber der Ball ist nicht wirklich gefährlich und Lübke hat den Ball im Nachfassen in der 20. Minute. 2 Minuten später kommt die Ecke rein von Erkenschwick und der Schiedsrichter pfeift und zückt die gelbe Karte, allerdings nicht für den Erkenschwick-Spieler, sondern für Fili und zeigt auf den Punkt. Und ich habe von der Bank aus gar nichts gesehen. Man muss aber sagen, Fili zerrt schon sehr und der Schiedsrichter sieht das hier und ja, im Nachhinein, wenn man sich die Zeitlupe anguckt, hat der Schiedsrichter auf jeden Fall nicht Unrecht und man kann den Elfmeter auf jeden Fall geben. Wir haben aber immer noch Lübke zwischen den Pfosten, der hier den Ball hält. Wollte den Torhüter ausgucken, der Schütze, aber Lübke bleibt sehr, sehr lang stehen und hält den Ball sogar fest. Und somit bleibt es hier beim 0:0. Da ist uns allen, glaube ich, ein Stein vom Herzen gefallen, richtig stark. Und in der 30. Minute spielt Jamal jetzt hier den Ball auf Loh. Der ist zuerst ein bisschen zu lang, aber Loh macht's gut. Hat den Ball, bringt den Ball in die Mitte an zuerst, Nico den Ball und Fili bringt den Ball irgendwie im Tor unter. Richtig geil, wir führen 1:0 und ja, krass, also erst den Elfmeter gehalten, jetzt hier das 1:0 gemacht, richtig stark. Ein bisschen Glück gehabt, dass der Ball Fili vor die Füße fällt, aber muss man sagen, gehört auch irgendwann mal dazu, ein bisschen Spielglück. Wir führen hier 1:0, hat mich sehr gefreut für Fili, der ja seit Wochen lang gute Leistung bringt und jetzt hier sich mit einem Tor belohnt. Unsere mitgereisten Fans, hat es natürlich auch gefreut, richtig stark und somit, ja, kommt Erkenschwick aber relativ gut zurück von dem Tor und hat hier einen direkten Distanzschuss, aber auch den kann Lübke ganz normal festhalten und jetzt schießt Morre den Ball nach vorne, kurz vor der Halbzeit und Loh, er läuft hier den Ball und wartet erstmal, bis jemand nachkommt, bringt jetzt den Ball aber in die Mitte und dann wird der Ball geklärt und Jamal kann leider nicht an den Ball rankommen, beziehungsweise der Ball wird nicht wirklich gefährlich. Jetzt bleibt Erkenschwick hier beim Ball, bringt den Ball nach vorne und das, ja, ist für mich kein Foul, aber der Schiedsrichter pfeift es. Ich weiß nicht, was Cerro da noch machen soll. Er hält quasi nur von hinten den Körper dran. Jetzt 2 Minuten später, 39. Minute, Umut hier, den Ball, legt sich den Ball sehr, sehr gut vorbei, bringt jetzt den Ball in die Mitte und Loh steht am zweiten Pfosten, schießt und muss natürlich volles Risiko gehen und trifft den Ball hier aber nicht komplett richtig und der Ball geht ins Tor aus und der Schiedsrichter pfeift jetzt zur Halbzeit und man muss sagen, Erkenschwick war nicht ungefährlich, aber wir haben einfach unsere Chance genutzt und führen hier mit 1:0 richtig stark. Jetzt musste man natürlich gegen eine sehr, sehr schlaue und abgezockte Mannschaft am besten noch das zweite Tor nachlegen, weil eine Eintorführung gegen Erkenschwick ist sehr, 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 sehr knapp und wir starten jetzt rein in die zweite Halbzeit. So sieht's aus, Erkenschwick stößt jetzt hier an von links nach rechts und schlagen direkt einen langen Ball. Umut gewinnt hier mehr oder weniger das Duell. Der Ball wird dann nach vorne geklärt und die Aktion war dann mehr oder weniger vorbei, weil wieder hier hintenrum gespielt wurde von Erkenschwick. 2 Minuten später, Freistoß von Erkenschwick wird zuerst ein bisschen gefährlich, aber dann ja, gibt es direkt einen Gegenkonter von uns. Cerro klärt hier den Ball raus und spielt Jamal perfekt in den Lauf. Und dann laufen wir mit Umut und Jamal auf die Kette zu. Umut bekommt jetzt hier auch den Ball und dribbelt auf den IV zu, steckt jetzt hier durch für Jamal und dann will Jamal, glaube ich, lupfen und trifft den Ball nicht richtig und ja, somit dem Torwart direkt in die Arme und es bleibt aber direkt gefährlich. 48. Minute, Loh setzt sich hier sehr, sehr gut durch, bleibt dran und zieht jetzt hier in den 16er und möchte hier gerne einen Elfmeter haben. Ich habe es von hinten gar nicht gesehen, aber jetzt in der Zeitlupe sieht man auf jeden Fall, dass das kein Elfmeter ist und der Schiedsrichter hier auf jeden Fall richtig entschieden hat. Ich kann sein, dass Loh Kontakt bekommt, aber ich finde, es ist auf jeden Fall zu wenig, um hier auf den Punkt zu zeigen. Und fast der Gegenkonter jetzt von Erkenschwick wird hier richtig gefährlich, aber Lübke spielt mit, kommt raus und somit kommt der 18er von Erkenschwick nicht an den Ball und kann hier ja, für keine gefährliche Aktion sorgen. Jetzt hier ein sehr guter Doppelpass von Nils und Fili und Umut, richtig stark gespielt. Umut sucht jetzt wieder den Doppelpass mit Fili und der geht leider ins Aus, wenn der durchgeht. Ist das ein richtig geiler Spielzug und wir sind einfach durchkombiniert. 53. Minute macht Loh wieder stark, kombiniert sich hier auf außen durch und dann hat Umut hier links den Ball, Mitte war leider nicht besetzt und Umut geht jetzt ins 1 gegen 1, Übersteiger rechts, links vorbei, stark, jetzt in die Mitte und dann gibt es leider hier keinen Abnehmer für den Schuss. Die Aktion bleibt aber gefährlich, Eddie ist jetzt am Ball,
und dribbelt hier über rechts durch und spielt jetzt den Ball in die Mitte. Es gab ein paar Proteste wegen Handspiel. Aber auch hier habe ich nochmal eine Zeitlupe für euch, wo man sieht, dass es für mich auf jeden Fall Brust ist und gar kein Elfmeter. Schiedsrichter richtig gesehen. Jetzt 54. Minute Gegenkonter, Erkenschwick. Und hier hebt jetzt der Linienrichter die Fahne. Und ja, hier sieht man es an der Reaktion von dem Stürmer, der jetzt auch die gelbe Karte bekommt, dass es anscheinend gar kein Abseits war. Wie gesagt, es ist auf der Kamera leider nicht komplett zu sehen, deswegen kann ich es euch nicht sagen. Jetzt der 18er hier in einem sehr, sehr guten Zweikampf und Nico geht jetzt hier in den Zweikampf, stoppt den Stürmer und der Schiedsrichter sagt kein Elfmeter. Und da muss ich sagen, haben wir echt Glück gehabt, weil für mich ist es ein Elfmeter, muss ich ehrlich sagen. Nico springt auf ihn drauf am Ende und stoppt ihn eigentlich nur mit dem Arm oben. Und ja, da haben wir auf jeden Fall Glück gehabt, dass der Schiedsrichter und der Linienrichter das so nicht gesehen haben. Jetzt Erkenschwick, 60. Minute, hier im Zentrum ein bisschen Platz, schießen und der Ball ist drin. Einmal zu viel Platz gelassen im Zentrum und zum Schuss kommen lassen und dann kann auch Lübke da nichts machen. Der geht perfekt gegen den Pfosten und dann rein. Und somit steht es 1:1 und wenn man sich die Chancen vorher anguckt, ist es gar nicht so unverdient gewesen. Trotzdem sehr ärgerlich aus unserer Sicht natürlich. Und ja, ein paar Minuten später sind wir aber jetzt wieder im Angriff. Loh setzt jetzt hier gut nach und gibt dem Innenverteidiger Druck und somit ist Ada, der für Jamal eingewechselt wurde, jetzt am Ball, bringt den Ball in die Mitte, Nico zum Kopfball und Loh steht frei vom Tor und das lässt er sich nicht nehmen und wir führen einfach 2:1. Unfassbar geil, richtig gute Aktion von Loh und Nico hier, die das vorm Tor richtig stark machen und somit hier das 2:1 für uns einschenken und ja, solche Jubelszenen sind richtig geil zu sehen vor unseren Fans, die mit nach Erkenschwick gefahren sind und auch wieder sehr gute Aktion von Loh. Richtig gut und wir haben uns quasi das Spiel zurückerobert, direkt ein paar Minuten später, als wir den Treffer reinbekommen haben. Also echt gute Moral bewiesen und Erkenschwick ist aber drauf geblieben und wollte natürlich hier wieder zurückschlagen. Wir fahren jetzt aber den Gegenkonter über Nico, der jetzt hier andribbelt und jetzt hier den Ball auf Loh rausspielt. Umut hinterläuft und den will Loh jetzt spielen, aber der Ball ist ein bisschen zu weit. Sonst aber echt ein gut gespielter Konter und viele mitgelaufen nach vorne. 73. Minute kommt Erkenschwick jetzt hier nach vorne, schießt und dann ist der Ball drin. Und ich dachte, als ich mich warm gemacht habe, safe abseits, aber wir schauen nochmal drauf. Hier finde ich, schwierig zu sehen, aber tendenziell kein Abseits, eher gleiche Höhe. Und jetzt schießt er und auch das finde ich, ist eher kein Abseits. Ihr könnt es gerne reinschreiben, super schwierig zu sehen und ja, für mich aber eher ein reguläres Tor, auch wenn ich im Spiel dachte, 100%ige Abseitssituation. Aber somit ja, hat Erkenschwick hier den Ausgleich gemacht und es steht 2:2 und jetzt 79. Minute. Erkenschwick natürlich mit Oberwasser und setzt sich jetzt hier über außen durch, bringt den Ball in die Mitte und dann kommt Cerro nicht so ganz dran, der Stürmer ist durch und macht das 3:2. Wie bitter, das Spiel hierher zu geben und ich kam jetzt rein in der 83. Minute für Eddie. Wir haben nochmal auf Doppelspitze umgestellt, um alles nach vorne zu werfen. Aber Erkenschwick, muss man sagen, das ist das Abgezockte, was ich angesprochen habe. Machen es hier richtig stark und können jetzt hier sogar noch das 4:2 machen und damit den Deckel auf die Partie drauf. Ich hatte noch ein paar Aktionen, aber es ist nicht mehr wirklich gefährlich geworden. Nils spielt jetzt hier mit mir einen Doppelpass und will jetzt hier nach vorne spielen. Da ist aber erstmal keiner. Spielt aber jetzt mit mir. Ich drehe mich zur richtigen Seite auf. Und nehmen jetzt die Umut mit, spielen den Ball nach außen, aber auch hier dribbelt Umut jetzt in die Mitte und ja, es wird nicht mehr so richtig gefährlich. Nils dribbelt den Ball vorbei, aber der Torwart spielt mit und nimmt sich den Ball. Und es wird nicht mehr wirklich gefährlich und ja, jetzt muss man sagen, hat Erkenschwick nochmal eine Chance bekommen, hier den Deckel drauf zu machen, nämlich in der 91. Minute schon Nachspielzeit gewesen. Guter Ballseitenverlagerung hier mit dem Ball und ja, Lübke hält jetzt hier den Ball. Sehr, sehr gut noch, aber es bleibt beim 3:2 in der Schiedsrichter pfeift ab. Und wenn man sich das ganze Spiel anschaut, finde ich, war es echt ein Hin und Her. Und ein Unentschieden wäre schon gerecht gewesen. Aber man muss ehrlich sagen, das Spiel dürfen wir so nicht hergeben. Für uns absolut bitter, weil wir einfach zweimal geführt haben, auswärts in Erkenschwick. Das muss man erstmal schaffen und dann noch nicht mal einen Punkt mitzunehmen, ist wirklich, wirklich bitter. Aber ich muss auch sagen, das kriegt ihr ja nicht immer mit. Die Stimmung nach dem Spiel war nicht so schlecht, wie man jetzt davon ausgehen könnte. Keiner hat den Kopf hängen lassen. Wir haben mit der Mannschaft gequatscht. Wir haben gesagt, wir lassen uns davon nicht unterkriegen. Und ich glaube nicht, dass diese Niederlage uns jetzt irgendwie runterbringt. Deswegen Kopf oben halten für die nächsten Partien. Es ist zwar sehr, sehr bitter, hier nichts mitzunehmen, aber ich bin sehr positiv gestimmt für die nächsten Spiele. Deswegen noch ein kurzer Blick auf die Tabelle. Erkenschwick bleibt auf Platz 5. Wir rutschen leider 2 Plätze ab, weil Viktoria Klarholz wieder gewonnen hat.
Und wir müssen jetzt wirklich unser Nachholspiel, ihr seht es, wir haben 22 Spiele, die anderen 23. Wir müssen unser Nachholspiel gegen Vreden einfach gewinnen, um wieder zu klettern. Aber auch die nächsten Spiele ist auf jeden Fall was drin. Ja, lasst wie gesagt einen Daumen auf dem Video da, wenn es euch gefallen hat. Und drückt uns die Daumen für die nächsten Partien. Wir sehen uns auf jeden Fall. Haut rein, bis dahin. Ciao, ciao.